Alle Personen, die in diesem Video auftreten, sind 18 Jahre alt oder älter. Der Zweck dieses Inhalts ist rein komödisch und unterhaltsam und soll unsere Zuschauer zum Lachen bringen und ihnen Freude bereiten. Also keine Sorge, YouTube. Bei der Erstellung dieses Videos wurde niemand verletzt oder in Gefahr gebracht. Dieser Inhalt entspricht den Richtlinien und Grundsätzen von YouTube. Let's go. Shinji war ein hässlicher, schüchterner Otaku, der in eine andere Welt geschickt wurde, um die Otaku-Kultur zu verbreiten, aber alles, was er tat, war alle zu kleppen. Sein trauriges Leben nahm eine plötzliche Wendung zum Besseren, als er sich online für einen Job bewarb und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Aber jemand gab ihm Drogen und er wachte in einem fremden Zimmer mit einem Dienstmädchen auf, das eine seltsame Sprache sprach. Das Dienstmädchen, dessen Name Mewzel war, gab ihm einen Übersetzungsring, als er endlich aufwachte. Danach erzählte ihm ein Soldat namens Minori, dass er Isekai worden war, aber nicht von einem Lastwagen. Das machte ihn noch aufgeregter, denn er lebte den Traum eines jeden Otaku. Nachdem er mit dem Schwärmen fertig war, erzählte die Person, die ihn getroffen hatte, dass sie vor etwa einem Jahr ein seltsames Loch im Wald um den Berg Fuji gefunden hatte. Das Loch brachte sie in eine andere Welt, in der Tiere und Menschen anders waren als in ihrer eigenen. Es sei ihnen gelungen, den Frieden mit den Menschen zu bewahren. Danach wurden sie zu ihrer mächtigsten Anführerin gebracht und aufgefordert, sich mit ihr zu verbünden. Er erzählte Shinichi, dass sie ihn angeheuert hatten, um ein Unternehmen zu leiten, das die Otaku-Kultur in das neue Reich bringen sollte, in dem die Menschen noch in der Steinzeit lebten. Als Mewzel ihnen später am Tag Tee brachte, erfuhr er, dass sie eine Halbelfin und eine abartige perverse Hündin war. Er wäre fast durchgedreht. Die Menschen in Mewzels Welt behandelten Halbelfen wie Dreck, was ihm Angst machte und ihn anwiderte. Aber er sagte ihr, dass Menschen wie sie in seiner Heimat heilig seien, deshalb könnte er sie niemals hassen. Während sie sich unterhielten, sah sie, wie er etwas auf seinem Handy tippte und fragte, was das sei. Shinichi erklärte ihr, dass es Briefe seien, aber sie sagte, sie wisse nicht, wie man sie lesen könne. Damit sie sie studieren konnte, wenn sie Zeit hatte, schrieb er sie auf ein Stück Papier. Sie war so dankbar für das, was er getan hatte, aber alles, woran er denken konnte, war, wie süß das war. Ein Geräusch hielt sie auf und Mewzel sagte ihm, dass es Brooke war, der Platzwart. Shinichi war schockiert, als er sah, dass Brooke ein Echsenmensch war, als sie zurückkam, aber er behielt die Ruhe, weil er Angst hatte. Am nächsten Tag gingen wir zum Palast, um uns mit Matoba zu treffen. Matoba brachte sie dann in den Thronsaal, um mit der Kaiserin zu sprechen, aber als Shinichi sie sah, wurde der gebildete Mann ganz aufgeregt, weil sie ein Mädchen war und schrie es laut heraus. Die oberste Herrscherin war so wütend über seine Worte, dass sie die berühmten Worte ihrer Urgroßmutter, der Königin der Herzen, benutzte, um ihren Berater zu bekämpfen. Ab mit seinem Kopf! Matoba musste ihn retten, indem er ihr sagte, dass das Gesetz in ihrem Land besagt, dass sie 20 Jahre alt sein müsste. Das heißt, dass jeder aus unserer Welt glaubt, dass sie eigentlich noch ein Kind ist. Danach fühlte sie sich besser und ging zurück zu ihrem Stuhl. Während sich ihr Berater mit Matoba unterhielt, erzählte Minori ihm von den großen drei, die vor ihr lagen. Als erstes erzählte sie ihm, dass der Name des obersten Chefs Petralka Unelderned die dritte war. Der Typ, der wie ein Araber aussah, war ihr Berater Saharl und der Ritter, der neben ihr stand, war Gallius, ihr Cousin. In der nächsten Sekunde unterbrach Gallius Matoba, indem er sagte, Shinichi sei ein männliches Kind, das noch nicht ausgewachsen sei und dessen Wurst nur 2 Zentimeter davon entfernt sei, als Finger bezeichnet zu werden. Warte, das bin ich. Weiter geht's. Dann fragte er, warum sie ihm einen solchen Job geben würden. Da stand Shinichi auf und sagte, dass nur ein dummer Mensch jemanden nach seinem Aussehen beurteilen würde. Daraufhin ergriff Gallius sein Schwert und stürzte sich auf Shinichi, aber Saharl packte ihn, bevor er weitergehen konnte. Petralka lachte laut auf, als er versuchte, sich zu befreien. Dann erzählte sie Shinichi, dass sie ihm die Macht gab, als Otaku-Verfechter das Wort über Manga, Anime und Spiele zu verbreiten. Als sie den Palast verließen, entschuldigte sich Shinichi dafür, dass er Dinge gesagt hatte, die ihn fast umgebracht hätten. Aber Minori sagte ihm, dass die Art, wie Gallius ihn ansah, sie an eine Geschichte über einen Feind, der zum Liebhaber wurde, denken ließ. Shinichi dachte darüber nach, was er Matoba über die magischen Übersetzungsringe gesagt hatte, als er in dieser Nacht im Bett lag. Matoba hatte ihm gesagt, dass die Ringe nur bei Leuten funktionieren würden, die sie trugen. Da sie kein Japanisch sprachen, würden die Leute Hilfe brauchen, um zu verstehen, worum es in den Mangas und Animes ging. Daraufhin stand er auf und ging in die Küche, um Wasser zu holen. Zu seiner Überraschung fand er Mewzel, die ihr Kanji studierte. Shinichi erzählte ihr, dass er gekommen war, um ein Glas Wasser zu holen, als sie ihn fragte, warum er da sei. Er fragte sie, warum sie noch nicht ins Bett gegangen sei. Sie sagte, dass sie nur nachts lernen könne, weil sie tagsüber so viel zu tun habe. Shinichi bot ihr daraufhin an, ihr beim Lernen zu helfen, aber sie lehnte ab. Er drängte sie jedoch und so willigte sie widerwillig ein.
Nach ein paar Tagen hatte Matoba genug Material für Shinichi gesammelt, um einen Raum zu bauen, der jeden in einen eingefleischten Otaku verwandeln würde. Shinichi ließ Brooke und Mewtzel den Raum nach Belieben benutzen, damit er sehen konnte, wie sie sich an die Materialien gewöhnten. Später an diesem Tag ging Mewtzel zu Shinichi und stellte ihm eine Frage zu dem Manga, den sie gerade las. Bevor er antworten konnte, betrat Petralka schnell den Raum. Sie erzählte ihm, dass sie da war, um ihm bei der Arbeit zuzusehen und dass sie einen Manga mitgenommen hatte, ihn aber nicht verstehen konnte, als sie dort war. Also bat sie ihn, ihr vorzulesen. Sie forderte auch alle anderen Anwesenden auf, den Raum zu verlassen, aber Shinichi wollte nicht mit ihr allein sein, also bat er Mewtzel zu bleiben. Während der zügellose Lüstling ihnen allen vorlas, konnte er nur daran denken, wie gut es war, irgendwo zwischen einem Erdnussständer und einem mittelgroßen Bösewicht zu sein. Kurz nachdem er dachte, dass dies der Anfang seiner Familie sein könnte, schrie Petralka ihn an, weiterzulesen. Dann schaute er auf die Seite und fragte Mewtzel, ob sie wisse, was das Wort bedeute. Nachdem sie ihm gesagt hatte, dass es sein Name sei, sagte er, dass es nicht dasselbe bedeute, obwohl es gleich geschrieben wurde. Petralka war neidisch, als sie die beiden beobachtete und jammerte, bevor sie sich zu Shinichi setzte. Aber das machte ihre Wut nicht besser, also sagte sie Mewtzel, sie solle mehr Tee machen und sie an ihre Rolle als Dienerin erinnern. Er war schockiert, als er am nächsten Tag erfuhr, dass die meisten Menschen in der Stadt weder lesen noch schreiben konnten und dass die Kinder zu Soldaten ausgebildet wurden. Er dachte daran, wie Mewtzel trainierte, als er in diesem Alter war, aber Minori sagte ihm, er solle sich engagieren und versuchen, die Dinge zu verbessern. In einer Pause zeigte Shinichi einigen Kindern einen Manga und fragte sie, was sie in ihrer Freizeit gerne machten. Die Kinder sagten ihm, dass sie keine Zeit hätten, weil sie an den Tagen, an denen sie nicht trainierten, auf den Bauernhöfen aushelfen müssten. Da fragte er sich, wann sie denn Zeit zum Lesen hätten. Ihm wurde klar, dass sie nicht in der Lage sein würden, Manga oder Anime zu genießen, da sie weder lesen noch schreiben konnten, als man ihnen sagte, dass nur Eliten lesen könnten. Am Abend brachte Mewtzel ihnen Tee, während er Petralka vorlas, aber Petralka sagte, sie wolle ihr die Zeit mit Shinichi verderben. Obwohl Shinichi versuchte, sie zu beruhigen, ignorierte sie ihn und beschimpfte Mewtzel weiter. Erst als sie versuchte, ihn mit Essen zu bewerfen, schritt er ein. Er wusste, dass er sie nicht umstimmen konnte, also sagte er ihr, dass jeder, egal welcher Rasse er angehörte, es verdient, gut behandelt zu werden. Er sagte ihr, dass jeder das Recht habe, frei und gleichberechtigt zu sein, und wenn sie das nicht begreifen könne, würde sie nie die Idee der Otaku verstehen. Petralka sagte Mewtzel dann, dass sie ihn nicht bestrafen würde, solange er ihr Japanisch beibringen würde. Es gefiel ihr nicht, dass ein armer Diener besser Japanisch sprechen konnte als sie. Es war auch ihr Befehl, dass Mewtzel nicht mit Shinichi Japanisch lernen sollte, bis sie die Sprache beherrschte und wusste, ob die Otaku-Kultur gut für ihr Reich war. Bald darauf ging Petralka zu Shinichi und zeigte ihm das Buch, mit dem sie Kanji gelernt hatte. Damit er hören konnte, was sie bis dahin gelernt hatte, nahm sie ihren Ring ab. Aber das war nur ein Trick. Sie war stolz auf sich, als Mewtzel die Wörter nicht wiederholen konnte, als sie sie darum bat. Während sie sich unterhielten, kam Minori mit einer Latzhose bekleidet aus ihrem Arbeitsplatz. Shinichi betrachtete ihre vollen Melonen ohne jegliche Scham. Daraufhin fragte Petralka ihn, ob er größere Geschichten lieber mag als kleinere. Er sagte, dass er nicht wählerisch sei, was die Form anging, denn beim Gespräch mit Petralka war ihm auch der Charakter wichtig. Er gab jedoch zu, dass größere Krüge ihn in den Bann zogen. Minori sagte ihm daraufhin, dass er in Japan wegen Lollikorn-Verhalten verhaftet worden wäre, und Petralka sagte ihm, dass er sich wie ein Mann verhielt, der sich nicht zurückhalten konnte. Nach der Schule nahm sie an diesem Abend ihren Ring ab und sprach mit Shinichi auf Japanisch, während er Mewtzel unterrichtete. Er lobte sie, was Shinichi glücklich machte, und Mewtzel sagte ihm, dass sie ihr Bestes gebe, um die Sprache zu lernen, damit sie sie leicht sprechen könne. Sie träumte davon, eines Tages mit ihm nach Japan zurückzukehren, wenn er sie denn ließe. Er würde nichts mehr lieben. Nach 3 Wochen wurde Shinichis Schule, die Matoba gebaut hatte, endlich eröffnet. Mewtzel brachte ihm etwas zu essen, während er sich im Flur mit Minori unterhielt. Dann tauchte Petralka auf und als sie Mewtzel sah, fragte sie, wie weit sie schon gelernt hatte. Petralka machte sich über Mewtzel lustig, weil sie nicht schlau war, nachdem sie zugegeben hatte, dass sie immer noch Probleme hatte. Shinichi verteidigte sie, indem er sagte, sie habe keine Zeit zum Lernen, weil sie sich um ihn kümmern müsse. In der nächsten Sekunde warf Petralka ihr Buch nach Shinichi, weil es ihr nicht gefiel, dass er Mewtzel mehr Aufmerksamkeit schenkte. Dann sagte sie Mewtzel, dass sie nicht mehr für Shinichi arbeiten könne. Als Shinichi versuchte zu helfen, wurde er von vermummten Männern aufgehalten, die Petralka packten und als Geisel nahmen. Es waren Petralka, Mewtzel, Shinichi und Minori, die eingesperrt wurden. Die Jungs nahmen ihre Ringe ab.
Aber da Mutel Japanisch sprach, begann sie zu übersetzen, was sie sagten. Sie legten den Globus auf den Tisch und Petralka sah ihn. Sie sagte ihnen, dass es eine mächtige Waffe sei, die die Schule und Skypjea in die Luft jagen könnte. Dann erzählten die Männer ihrem Chef, dass Shinichi eine Invasion plante, weil er den Menschen aller Rassen das Lesen und Schreiben beibringen wollte. Er sagte, die Menschen seien dazu geschaffen, die beste Rasse zu sein, aber Shinichi sagte ihm, dass er ein rassistisches Schwein sei, wenn er das wirklich glaube. Der Mann sagte, es sei nichts Falsches daran, was er glaube, und sagte, er wolle sich umbringen. Petralka hielt ihn auf, bevor er Shinichi den Kopf abschlagen konnte. Er sagte ihm, wenn Shinichi sterben würde, würden die Leute ihn nur als Mörder sehen. Der Mann schubste Shinichi daraufhin zu Minori, sodass er direkt in ihren Plot fiel. Dann sagte er Petralka, dass sie Shinichis Platz einnehmen würde. Minori sagte Shinichi, er solle einen Weg finden, die Terroristen zu verwirren, während sie redete. Sie tat dies, indem sie einen Federwürfel aus ihrem Hemd zog. Nachdem er den Wachen gesagt hatte, dass er auf die Toilette müsse, bat er sie, auf seinen Hinweis zu warten. Als sie ihn zur Toilette führten, begann sein Telefon zu klingeln, was Minori die Möglichkeit gab, sie anzugreifen, während sie noch verwirrt waren. Sie setzte ihre Magie ein, um die letzten Männer zu töten, nachdem sie die meisten der Männer getötet hatte. Aber ihr Chef stand wieder auf und schaltete die Waffe ein. Shinichi löschte das Feuer der Waffe mit einem Feuerlöscher, gerade als er dachte, er hätte gewonnen. Da schlug Minori ihn und er fiel zu Boden. Sie wurde von dem Mann mit einem Messer angegriffen, aber Mutel trat vor sie und wurde niedergestochen. Sie schrie, dass jemand einen Arzt holen und Mutel retten solle, während sie das bewusstlose Mädchen in ihren Armen hielt. Nach einiger Zeit ging Shinichi in Mutels Krankenzimmer und sah Petralka so heftig weinen, dass er dachte, Mutel sei wirklich tot. Doch zu seiner Überraschung erhob sich Mutel aus ihrem Bett und war noch sehr lebendig. Das verwirrte ihn, denn Petralka weinte immer noch. Als er genauer hinsah, sah er, dass sie über ihren toten Fisch weinte. Nach dem nächsten Tag gingen Shinichi und Minori zur Schule. Als sie das Klassenzimmer betraten, sahen sie Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten, die sich gerade prügelten. Bevor sie Shinichi als neuen Direktor und sich selbst als seine Assistentin kennenlernen konnten, musste Minori die Klasse wieder auf Vordermann bringen. Dann übernahm Shinichi und begann den Unterricht. Als Mutel einen Monat nach der Eröffnung der Schule in das Haus zurückkehrte, entschuldigte sich Shinichi dafür, dass sie wie ein Untermensch lebte, weil die Wohnung so schmutzig war. Mutel sagte ihm jedoch, dass sie gerne putzen würde. Sie machte ihm Tee und fragte ihn, wie es in der Schule lief, nachdem sie mit dem Putzen fertig war. Er erzählte ihr, dass es für die Kinder leicht war, den Rückstand aufzuholen. Das überraschte Mutel nicht, denn er war ein guter Lehrer. Sie sagte, jeder würde sich freuen, von ihm zu lernen, so wie sie es getan hatte. Am nächsten Schultag erzählte Shinichi seinen Schülern, dass sie nun endlich etwas über die Otaku-Kultur lernen würden. Dann unterrichtete er sie über die Schönheit von Miniröcken und Kniestrümpfen, damit alle Gottlosen ihn ohne Scham ansehen konnten. Danach brachte er ihnen bei, wie wichtig es ist, eine Figur so zu zeichnen, dass sie unter ihrem Rock aussieht, als wäre sie ein Engel. Auf die Frage eines Schülers, warum das so sei, antwortete er, das sei der beste Weg, um die Leute dazu zu bringen, sich die besten Bilder auszudenken. Minori hielt ihn davon ab, mit dem Unterricht fortzufahren und sagte ihm, dass er ihnen zu schwierige Dinge beibringen würde. Sie bat ihn, sie den Unterricht übernehmen zu lassen, doch kaum hatte sie mit dem Unterricht begonnen, tauchte sie direkt in die Welt der jungen Liebe ein und begann den Schülern die verschiedenen Slangwörter und Ausdrücke beizubringen, die in dieser Szene verwendet wurden. Vielleicht sollten wir jetzt auch mit Slang sprechen, Freunde? Voilà, sie zog einen Manga mit so einem sehr krass komischen Bild heran und Shinichi musste eingreifen und sie anflehen, es nicht zu übertreiben, Digga, weil sie mit Schülern sprachen oder was. Shinichi war krass korrekt besorgt darüber, wie sie den Kindern etwas beibringen würden, weil ihre Werte sich von den japanischen Werten so krass unterscheiden. Aber das erzählt er ihnen an diesem Abend auf dem Heimweg, so auf korrekt, weißt du? Er sagte, so wie die Dinge liefen, scheint es, als würden sie die Kinder korrekt dazu bringen, ihren Ansichten zu folgen, was er nicht tun wollte, Kappa. Lass mir das. Bevor Minori antworten konnte, klingelte ihr Telefon mit einer Warnung. Sie schaute darauf und teilte Shinichi mit, dass ein unbekannter Humanoid in der Nähe des Anwesens sei. Shinichi sagte ihr, dass es sich wahrscheinlich um Brooke handle, aber sie sagte, dass Brooke bereits in ihrer Datenbank sei und den Alarm nicht auslösen könne. Dann nahm sie die Waffe aus dem Koffer neben sich und machte sich zusammen mit Shinichi auf die Suche nach dem Eindringling. Als sie dort ankamen, sahen sie ein junges Werwolfmädchen, das ein Bild des Hauses malte. Als Shinichi sie zum ersten Mal sah, schrie er vor Freude, denn er hatte zum ersten Mal einen pelzigen Menschen gesehen. Das Mädchen ließ vor Schreck über seine Aufregung ihren Zeichenblock fallen. Na, solange es nur der Zeichenblock war und nicht der Rock. Egal, das Mädchen wurde auf jeden Fall ins Haus gebracht und Minori fragte, wer sie sei. Sie erzählte, dass ihr Name Elbia Hanaiman sei und dass sie eine Künstlerin sei, die durch die Welt ziehe.
Dann forderte Minoru Shinichi auf, seinen Ring abzunehmen. Dann sagte sie ihm, dass Elbia vielleicht nicht die sei, für die sie sich ausgab, sondern eine Spionin aus Bahairam, einem Königreich, das seit langem mit dem Reich Eldan verfeindet ist und dafür bekannt ist, Spione nach Eldan zu schicken, um Informationen zu sammeln. Als Shinichi Elbia sah, erregte ihn die Art, wie sie ihre Ohren und ihren Schwanz bewegten. Aber Minori verpasste ihm einen harten Ellbogenstoß in den Bauch, um ihn zu beruhigen, bevor einige Eldan-Ritter auftauchten, um Elbia zu verhaften. Shinichi sah zu, wie die Kutsche wegfuhr, und Minori sagte ihm, dass sie getötet werden würde, nachdem das Imperium sie verhört hatte. Sie sagte ihm auch, dass Elbia vielleicht nicht wusste, dass sie eine Spionin war, weil das Bahairam-Königreich oft Leute als Spione zum Eldan-Reich schickte, die nicht wussten, dass sie dorthin geschickt wurden, um die echten Spione zu verstecken. Shinichi und Myuzel gingen am nächsten Tag zu Petralka in den Palast. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass es Myuzel gut ging, fragte sie Shinichi, wie es in der Schule lief, und er sagte, dass alles gut lief. Petralka erzählte ihm dann, dass sie gerne vorbeikommen wollte, um selbst zu sehen, was los war, dass man ihr aber gesagt hatte, sie solle vorsichtiger sein, nachdem was mit dem Bombenleger passiert war. Fun Fact, mich hat man auch gerne den langhaarigen Bombenleger genannt, warum auch immer. Gallius sagte ihr, dass dies die einzige Möglichkeit sei, sie zu schützen, während sie die Leute finden würden, die ihr etwas antun wollten. Daraufhin fragte Shinichi, ob er Elbia in diese Gruppe aufnehmen könne. Er sagte Shinichi, dass dies der Fall sei und dass Shinichi nichts damit zu tun habe, aber Shinichi behauptete, dass er es sei. Er sagte ihr, dass Elbia eine gute Künstlerin sei und dass Kunst eine gute Möglichkeit sei, die Otaku-Kultur zu verbreiten. Anime und Manga könnten mit Hilfe von Elbias Zeichenkünsten im ganzen Königreich verbreitet werden, sagte er. Danach fragte Petralka ihn, ob er Elbia wegen ihrer großen Melonen an seiner Seite behalten wolle. Shinichi sagte ihr, er sei kein dummes Schwein, das sich mit Frauen einlässt, nur um ihre Früchte zu begehren. Er ging sogar so weit zu sagen, dass Elbia so flach wie ein Waschbrett sei. Aber Petralka holte Elbia heraus, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Dann sagte sie ihm, wenn ihre Brustgröße als flache Fläche bezeichnen kann, dann sei sie sich sicher, dass sie und Myuzel Kieselsteine größer als Körbchengröße haben. Shinichi sagte ihr daraufhin, dass er nicht da sei, um über Melonen zu sprechen, und verlangte, dass sie ihm erlaubten, Elbia als Künstlerin einzustellen. Da Gallius sich weigerte, sagte unser Bre, dass er ihre Unschuld beweisen wird, was er auch tat. Er stellte Elbia einige Fragen und fand heraus, dass sie aus dem Königreich Bahairam stammte, aber er war zu dumm, um zu verstehen, dass sie als Spionin dorthin geschickt worden war. Shinichi behielt sie jedoch weiterhin bei sich und versuchte zu erklären, dass sie ein guter Mensch sei. Das funktionierte, bis er sagte, er wolle mit ihren Ohren und ihrem Schwanz spielen. Daraufhin unterbrach sie ihn und sagte, dass er sie nur behalten wolle, um sie zu kleppen und eine seiner kranken Macken zu befriedigen. Gerade als Shinichi ihr sagen wollte, dass sie sich geirrt hatte, meldete sich Minori zu Wort und sagte, dass Shinichi das nicht ernst meinen könne, weil er bereits mit Gallius zusammen sei. Zu seiner Überraschung stand Gallius einfach nur da und wurde rot wie ein Idiot, als Shinichi ihn bat, die Sache richtig zu stellen, weil er nicht glauben konnte, dass die verrückte Frau bereits Pläne für ihr nicht existierendes Schiff gemacht hatte. Petralka schimpfte daraufhin mit Shinichi, weil er ihre Cousine abgewiesen hatte. Obwohl Shinichi sagte, dass er nicht in diese Richtung schaukeln würde, schenkte ihm niemand Beachtung, bis er sagte, er habe eine Idee. Dann sagte er ihnen, wenn sie wirklich Angst hätten, dass Elbia sie beobachtete, könnten sie ihr Lügen erzählen. So würden die Leute, die sie schickten, nur das erfahren, was sie zu wissen wünschten. Gallius stimmte zu, dass dies eine gute Idee sei. Petralka warf Elbia einen strengen Blick zu, als Shinichi sie fragte, was sie von der Idee halte. Das ließ ihn daran denken, wie sie Myuzel behandelt hatte. Daraufhin fragte er sie, warum es ihr so schwer falle, Nichtmenschen zu vertrauen. Sie sagte ihm, dass es keine Rolle spiele. Sie sagte ihm, dass es ihr nicht gefiel, dass er immer mit Frauen zusammen war, weil sie nicht verstand, warum. Als Petralka das sagte, brachte es Myuzel zum Weinen, woraufhin sie sich Sorgen machte, dass sie verletzt war und Schmerzen hatte. Myuzel beruhigte sie, dass das nicht der Fall sei. Shinichi sagte Petralka dann, dass Elbia in seiner Obhut sei. Shinichi steckte Elbia den Ring wieder an den Finger, sagte ihr, dass sie für ihn arbeiten würde, und stellte sich dann vor. Weil Elbia so froh war, dass sie noch nicht ins Gras beißen musste, warf sie Shinichi zu Boden, umarmte ihn und dankte ihm für ihre Rettung. Das machte Petralka noch wütender. Am nächsten Tag unterrichtete Shinichi seine Schüler über Spiele und zeigte ihnen einige seiner Lieblingsspiele, die ihnen allen sehr zu gefallen schienen. Als er später am Abend mit Minori nach Hause kam, sah er, wie Myuzel mit einem Korb voller schmutziger Wäsche kämpfte. Sie stolperte und fiel hin, bevor er ihr helfen konnte. Sobald Myuzel ihm sagte, dass es ihr gut ging, hob er eines der Kleider auf und sah, dass es Elbia gehörte. Sofort versuchte er Myuzel zu beruhigen, dass er es nicht benutzen würde, um sich später eine schöne Zeit zu genehmigen.
Er sprach über etwas anderes, als Miyuzel es nicht zu verstehen schien, also fragte er, warum es so viel Wäsche gab. Miyuzel erklärte ihr, dass Elbia ihre Kleidung immer sehr schmutzig machte, wenn sie zeichnete. Er sagte, es tue ihm leid, dass sie mehr arbeiten müsse, seit Elbia da sei, aber sie sagte, es mache ihr nichts aus, solange Elbia ihm bei der Arbeit helfe. Sie sagte jedoch, dass sie sich schlecht fühlte, weil sie nur Hausarbeit machen konnte. Aber Shinichi sagte ihr, dass er ohne ihre Hilfe bei der Arbeit nicht gut hätte arbeiten können. Dann hob er den Korb auf, obwohl sie ihn gebeten hatte, ihn abzustellen, und half ihr bei der Wäsche. Er sah, dass Elbia nicht zum Abendessen heruntergekommen war, als es Zeit war. Er sah in ihrem Zimmer nach ihr, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging. Er klopfte an die Tür, aber sie antwortete nicht. Er ging in ihr Zimmer, weil er befürchtete, dass ihr etwas Schlimmes passiert war. Er fand sie in der Mitte des Zimmers auf den Knien liegend. Er rief ihren Namen, aber sie drehte sich nicht um. Also ging er zu ihr hin. Damit er besser sehen konnte, malte sie ein Bild von ihm. Aber sobald sie ihn spürte, warf sie ihn aus dem Zimmer und er fragte sich, was sie vorhatte. Dann hörte er, wie Elbia die Tür öffnete, was sie noch mehr beunruhigte. Als er sich umdrehte, um zu sehen, ob sie sich anders überlegt hatte, starrte sie ihn an wie ein Ekelpaket, was ihn noch mehr beunruhigte. Am nächsten Tag gingen sie in den Unterricht und er konnte nicht umhin, sich zu fragen, warum Elbia sich am Abend zuvor so schlecht benommen hatte. Aber nicht lange, denn kaum hatten sie das Klassenzimmer betreten, hörten sie einen Streit zwischen Zwergen und Elfen. Zu seiner Überraschung hörte Shinichi, wie sie über ein Fanspiel sprachen. Er dachte, sie hätten wieder angefangen, sich zu hassen. Die Zwerge sagten den Elfen, dass sie keinen Geschmack hätten, wenn sie meinten, ihr Spiel sei besser. Dadurch wurde der Streit noch schlimmer, bis sich eine andere Gruppe von Zwergen einschaltete und sagte, dass sie beide Unrecht hätten. Die neue Gruppe sagte, sie spiele lieber mit bösen Mädchen, was die Elfen dazu veranlasste, sie als Widerlinge zu bezeichnen. Aber sie behaupteten, sie hätten Recht. Gerade als die Dinge aus dem Ruder liefen, feuerte Minori ihre Pistole in die Luft und sagte ihnen, dass der Unterricht gleich beginnen würde, woraufhin beide zustimmten, wieder auf ihre Plätze zu gehen. Als er später an diesem Tag nach Hause kam, erzählte Miyuzel ihm, dass Petralka ihn in den Palast gerufen hatte. Als er in die Kutsche stieg, sah er Elbia, die ihn vom Fenster aus beobachtete. Da fragte er sich, ob sie ihre Unschuld nur vortäuschte, um ihn zu täuschen und ihn dann so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Im Palast tat Petralka so, als hätte sie ihn nicht angerufen und sagte ihm, dass sie ihn hasse. Das verwirrte ihn und er fragte sie, was sie getan habe, dass sie ihn hasse. Petralka sagte ihm, dass er sehr dumm sei, nicht zu erkennen, dass sie versuche, sich wie eine Tsundere zu verhalten, da er Otaku-Kultur lehre. Das überraschte ihn. Galius mischte sich in ihr Gespräch ein und sagte ihm, dass er die Otaku-Kultur immer für Müll gehalten habe. Seit er sich damit befasst habe, verstehe er endlich die Anziehungskraft. An diesem Tag schenkte Minori ihm einen Manga. Als Shinichi sah, dass es ein Manga über die Liebe eines Jungen war, fragte er sie, warum sie gerade diesen Manga für ihn ausgesucht hatte. Shinichi schrie laut auf, als Minori sagte, dass sie wusste, dass er es mögen würde. Shinichi half Miyuzel an diesem Abend beim Lernen, aber sie sah, dass er nicht aufpasste. Sie sagte ihm, dass es ihr leid tat, dass er sie bis spät in die Nacht unterrichten musste, obwohl er den ganzen Tag müde war, weil er als Lehrer arbeitete. Sie ließ Shinichi wissen, dass das nicht stimmte und sie sagte ihm, wie dankbar sie sei, jemanden zu kennen, der immer sein Bestes gab, um anderen zu helfen. Außerdem fragte sie ihn, ob er jemals nach Japan zurückkehren wolle und er sagte ja. Daraufhin fragte er sie, ob sie mit ihm gehen wolle, wenn die Zeit gekommen sei. Miyuzel sagte, sie würde gerne mitkommen. Später in der Nacht wachte Shinichi aus seinem Traum auf, in dem Elbia versucht hatte, ihn zu töten. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass sie auf ihm saß und sehr gefährlich aussah, was ihn zum Schreien brachte. Miyuzel und Minori wachten auf, als er schrie, und liefen zu seinem Zimmer, um nachzusehen, was los war. Als sie dort ankamen, waren sie schockiert, als sie sahen, wie Elbia Shinichis Körper wie ein Hund fraß. What the? Nachdem sie sich beruhigt hatten, erzählte Elbia ihnen, dass sie läufig sei und dass ihre Gefühle bei Vollmond überhand nehmen. Dadurch wurde Shinichi klar, dass ihr seltsames Verhalten nicht darauf zurückzuführen war, dass sie ihn töten wollte, und er sagte ihr, dass es ihm leid täte, sie falsch beurteilt zu haben. Elbia sagte ihm, es tue ihr leid, dass sie versucht habe, sich mit ihm zu paaren, obwohl sie kein Mensch sei, und er sagte ihr, es mache ihm nichts aus. Das brachte sie dazu, ihn aufgeregt zu Boden zu werfen. Minori erzählte Miyuzel, dass eines ihrer Spielmädchen, Elbia, ihr den Mann direkt vor der Nase wegschnappen würde, während sie ihn beim Spielen zusahen. Am nächsten Tag in der Schule hörten Minori und Shinichi, wie sich die Elfen und Zwerge darüber stritten, welche Art von Manga sie am liebsten mochten. Wie immer musste Minori ihre Waffe abfeuern, um sie zu beruhigen. Im Laufe des Tages ging er zu Petralka, um ihr den Tagesbericht zu geben, und erzählte ihr, dass sich die Zwerge und Elfen ständig stritten. Sahal erklärte ihr, dass es normal sei, dass sich die beiden Gruppen stritten,
Dann sagte Shinichi, er habe Angst, dass die Dinge außer Kontrolle geraten würden, wenn mehr Schüler in die Schule kämen. Sahal sagte ihm, dass er und Minori mit diesem Problem allein fertig werden müssten. Shinichi erzählte ihnen, dass er Miyuzel als Lehrerin an der Schule einstellen wollte, um ihr zu helfen, aber sie sagte, sie sei nicht qualifiziert und versuchte Nein zu sagen. Da sie mehr Japanisch konnte als die anderen Schüler, sagte Shinichi ihr, dass es kein Problem für sie wäre, sie zu unterrichten. Er sah, dass Petralka die Stirn runzelte, als er sich zu ihr umdrehte und fragte sie, ob es falsch sei, Miyuzel vorzuschlagen, Lehrerin zu werden. Petralka sagte zwar, dass sie nichts dagegen habe, dass Miyuzel unterrichte, aber ihre einzige Sorge sei, dass er mehr Zeit mit ihm verbringen würde, was ihr nicht gefalle. Sie sagte auch, dass sie ihm ein neues Dienstmädchen geben müssten, da Miyuzel unterrichte und sie wisse, dass er nach jemandem mit ein paar großen Melonen fragen würde, weil er ein frecher Junge ist. Schließlich kehrten sie in ihr Haus zurück und holten die Kisten heraus, die Shinichi mit den neuen Materialien aus Japan geschickt hatte. In einer bestimmten Schachtel, die Shinichi öffnete, befand sich ein goldener Fußball. Er fragte sich, warum sie ihn geschickt hatten, bis Minori ihm sagte, dass sie ihn bestellt hatte und dass es eine limitierte Auflage ihres Lieblingsmangas über Sport war. Während sie sprach, bemerkte sie, dass der Ball weg war. Elbia hatte ihren Spaß damit. Sie wollte ihn sofort zurückholen, aber Elbia rannte aus dem Gebäude und begann, den Ball zu jagen. Minori nahm daraufhin eine Pistole aus der Kiste und drohte Elbia zu erschießen, wenn sie ihr den Ball nicht sofort zurückgeben würde. Aber sie wurde aufgehalten, bevor sie schießen konnte, und Elbia sagte, dass niemand außer ihr den Ball haben könne. Die Soldaten fingen sie auf und warfen sie gerade noch rechtzeitig auf den Boden. Shinichi bat dann Miyuzel, Elbia daran zu hindern, ihre Magie einzusetzen, was sie auch tat. Das kleine Fräulein bekam den Ball zurück, aber er war schmutzig und Elbia sagte, es täte ihr leid, dass sie mit ihm weggelaufen sei. Während sie davon sprach, dass sie runde Sachen mag, weil sie ihre Periode hat, gab Minori ihr den Ball zurück. Shinichi erzählte Miyuzel, dass Elbia beim Spiel mit dem Ball gut entspannen konnte, was ihn auf eine Idee brachte. Am nächsten Tag ging er zu Petralka und erzählte ihr, dass er den Elfen und den Zwergen helfen wollte, sich besser zu verstehen, indem er ein freundschaftliches Fußballspiel veranstaltete. Petralka war einverstanden und so wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Als sie das Haus verließen, fragte Minori ihn, warum er so sicher sei, dass das Spiel die Dinge besser machen würde. Er antwortete, dass Sport die Menschen zusammenbringt. In diesem Moment kam Matoba hinter einer Wand hervor und sagte zu Shinichi, dass er verrückt sei, wenn er glaube, dass Sport so funktioniere. Er bot ihm auch seine Hilfe an. Am nächsten Tag erzählte Shinichi den Schülern in der Schule von dem Spiel und sagte ihnen, sie sollten sich darauf vorbereiten, denn die Gewinner würden neue Spielsysteme bekommen. Nach einer Woche des Übens kam endlich der Tag des Spiels. Die Zwerge zeigten den Elfen schnell, dass Fußball kein Spiel ist, bei dem man nur dasteht und gut aussieht. Als Harlem ankam, hatten die Zwerge bereits 50 Punkte und lagen in Führung. Shinichi erfuhr von Minori, dass sie es nicht mochte, wenn die Elfen verloren, und verlangte, dass sie in der nächsten Runde Magie einsetzen durften. Die beiden Frauen sagten Shinichi, dass es ihnen nichts ausmachte, als er versuchte, Nein zu sagen. In der Pause aß Shinichi mit Petralka, Miyuzel, Galios und Sahal zu Mittag. Während sie aßen, bemerkte Miyuzel, dass Petralka Reis im Gesicht hatte. Shinichi schrie sie an, sie solle aufhören, bevor sie den Reis abnehmen könne, denn die einzige Möglichkeit, ein Reiskorn aus dem Gesicht eines Mädchens zu bekommen, sei es abzunehmen und zu essen. Bevor er den Reis essen konnte, forderte Petralka ihn auf, ihn von ihrem Gesicht zu nehmen, und er fühlte sich wie im Himmel. Als Petralka sah, dass er auch ein Reiskorn im Gesicht hatte, nahm sie es ab und aß es, was ihn sehr glücklich machte. Er war für kurze Zeit glücklich, aber Galios nahm ein weiteres Reiskorn von seinem Gesicht und aß es. In der zweiten Runde setzten die Elfen Magie ein, was das Spiel schnell zu einer Kopie des Shaolin Soccer machte. Da das Spiel bis spät in die Nacht dauerte, saß außer Romilda und Loik niemand mehr. Sie stolperten zum Ball. Elbia stahl den Ball und rannte davon, bevor sie ihn erreichen konnten, sodass Shinichi versuchte, das Spiel zu beenden. Bevor er das Spiel abpfeifen konnte, rannte Petralka auf das Spielfeld und stahl Elbia den Ball. Elbia lief ihr sofort hinterher, sie rannte auf den Pfosten zu und rief Miyuzel zu, er solle ihr mit seiner Magie helfen. Nachdem Petralka das Tor geschossen hatte, rannte sie zu Miyuzel und gab ihr einen High Five, was die Zuschauer zu Kommentaren veranlasste. Matoba sagte, dass Miyuzel gehänselt werden könnte, weil sie ein Halbelf war und als niederer Abschaum angesehen wurde. Shinichi sagte, er glaube nicht, dass das passieren würde, weil die Leute vielleicht andere Vorstellungen von Nichtmenschen hätten, wenn Petralka in der Öffentlichkeit von Miyuzel gewusst hätte. Sie besorgten sich Spielkonsolen für die Schule, was den Streit zwischen Elfen und Zwergen noch verschärfte. Nach ein paar Tagen ging Shinichi zu Matoba und erzählte ihm, dass sie immer wieder gefälschte Exemplare der Manga und Anime mitbrachten, um die er gebeten hatte.
Matoba sagte ihm, es täte ihm leid und er solle ihm eine Liste der Manga geben, die er brauchte, aber Shinichi sagte, er würde selbst gehen, weil er ihn nicht traute, sie zu besorgen. Shinichi schoss Matoba ab und sagte ihm, es sei ihm egal, wenn sie ihn betäuben müssten, damit er nicht wisse, wo der Link sei. Shinichi erzählte Miyuzel in dieser Nacht, dass er am nächsten Tag nach Japan aufbrechen würde und sie fragte ihn, ob er zurückkommen würde. Shinichi sagte ihr, dass er zurückkommen würde, aber dann erinnerte er sich daran, dass er Matoba gefragt hatte, ob er Miyuzel mitnehmen könnte. Matoba sagte ihm, dass die Luft auf der Erde für Eldens gefährlich sei und dass sie nicht am Leben bleiben könnte, wenn sie mit ihm gehen würde. Am nächsten Morgen teilte Miyuzel ihn mit, dass sie gehen müsse und Wachen kamen, um Shinichi abzuholen. Miyuzel ließ Shinichis Taschen an der Tür zurück, damit die Wachen sie abholen konnten, bevor sie das Herrenhaus verließen. Shinichi wachte in seinem alten Zimmer auf. Das erste, was er tat, war, sein Bankkonto zu überprüfen, um sicherzugehen, dass er sein Geld bekam. Dann schaute er von seinem Computer auf und sah, dass sie zwei Taschen mitgebracht hatten. Er entschied sich, eine von ihnen zu öffnen. Er war schockiert, als Miyuzel aus der Tasche kam und sich dafür entschuldigte, dass sie unerlaubt nach Japan eingereist war. Er sagte ihr, das sei in Ordnung, aber dann erinnerte er sich daran, dass Matoba gesagt hatte, die Luft sei giftig, also fragte er sie, ob sie richtig atme. Zu seiner Überraschung sagte Miyuzel ihm, dass es ihr gut ginge, was ihm zeigte, dass Matoba gelogen hatte. Matoba war zurück im Eldenreich, als Minori ihr erzählte, dass Miyuzel mit Shinichi nach Japan gegangen war und sie bat, sie zurückzubringen. Er sagte ihr, dass sie das nicht tun müsse, weil er Shinichi bereits unter Beobachtung gestellt habe, weil er wusste, dass so etwas passieren würde. Als sie wieder in Japan ankam, nahm Shinichi Miyuzel mit, um ihr verschiedene Teile der Stadt zu zeigen. Sie war sehr aufgeregt, all diese Dinge zu sehen und zu tun. Sie war auch sehr aufgeregt, als er mit ihr Akihabara erkundete, um zu sehen, wie Otakus im richtigen Leben leben. Bevor sie nach Hause gingen, aßen sie in einem Maid's Café noch Eierreis. Die Kellnerin brachte ihnen das Essen und malte Shinichis Lieblings-Anime-Figur auf sein Omelett. Dann fragte sie Miyuzel, welche Figur sie wollte. Da Miyuzel nicht sicher war, was sie wählen sollte, bat sie das Mädchen, Shinichis Gesicht auf ihr Ei zu malen. Als es Zeit zum Essen war, sagte sie ihm, dass sie sein Gesicht nicht essen könne. Das ist ja fast schon niedlich, ne? Mitten in der Nacht wurde Shinichi in seiner Wohnung plötzlich klar, dass er die Nacht mit Miyuzel verbringen würde. Das brachte ihn zum Ausrasten. Als Miyuzel sagte, sie würde ihm ein Bad einlassen, begann der hormonelle Narr sich vorzustellen, wie sie miteinander spielten, obwohl er versuchte, die, sagen wir mal, kulturellen Gedanken zu verdrängen. Shinichi lehnte ihr Angebot sofort ab und sagte, er würde das Bad selbst einlassen. Dann bot sie ihm an, sein Bett zu machen, was den Idioten auf die Idee brachte, sie würden Kinder bekommen. Er wechselte das Thema, weil er nicht glaubte, dass seine Schlange lange schlafen würde. Er fragte sie, ob sie sich etwas zum Wechseln mitgebracht habe, aber sie sagte, sie habe nichts dabei. Shinichi kaufte schließlich Unterwäsche von Miyuzel und ließ sie zu Hause, damit sie ein Bad nehmen und sich umziehen konnte. Er tat alles, was er konnte, um im Laden nicht aufzufallen, aber es gelang ihm nicht. Als er am Eingang seines Hauses ankam, beschloss er, einfach in den Raum zu gehen. Zu seiner Überraschung schlief Miyuzel bereits tief und fest. Nachdem er sie auf das Bett gelegt hatte, bemerkte er, was auf ihrem T-Shirt stand und fragte sich, ob sie es absichtlich ausgewählt hatte. Als er versuchte, die Decke über sie zu ziehen, stellte er fest, dass sie keine Unterwäsche trug. Fast hätte er den Drang nachgegeben, nachzusehen, doch bevor er nachgeben konnte, befahl ihm der Teufel, auf seiner Schulter unter Miyuzels Hemd zu schauen. Während sie anfing zu sprechen und er dachte, sie steht auf. Er legte etwas über sie und ging zu Bett. Nachdem er nach Japan gereist war, vergaß er, die Sachen mitzubringen, die er mitbringen sollte, und als er am nächsten Morgen aufwachte, war er wieder in seinem Zimmer in Eldend. Er erkannte schnell seinen Fehler und entschuldigte sich bei Matoba. Dieser schimpfte ihn später an diesem Tag aus, weil er seine Zeit und sein Geld verschwendet hatte. Ein paar Tage nach seiner Rückkehr ging Shinichi zum Palast, um Petralka zu besuchen. Als er an ihre Tür klopfte, antwortete sie nicht, also gingen er und Sahal hinein und fanden den Raum leer vor. Sie sahen sich eine Weile um und fanden schließlich einen Zettel von ihr. Darin schrieb sie, sie habe es satt, Königin zu sein, und sei weggelaufen. Als Gallius davon erfuhr, stellte er sofort seinen Suchtrupp zusammen, um sie zu finden. Auch Shinichi schloss sich dieser Suche an. Shinichi fand Petralka schließlich, nachdem er mehrere Stunden lang an allen möglichen Orten nach ihr gesucht hatte. Sie schlief tief und fest in einer der Holzkisten des Lagerhauses. Sie träumte gerade, als er hörte, wie sie nach ihrer Mutter und ihrem Vater rief, während er sie beim Schlafen beobachtete. In der nächsten Sekunde betrat Gallius das Lagerhaus und sah, dass Petralka fest schlief. Er weckte sie, indem er sie rüttelte und sagte ihr, dass sie zurückgehen müsse. Petralka stand auf und verließ das Lagerhaus, ohne sich groß zu wehren. Doch bevor Gallius ebenfalls gehen konnte, fragte Shinichi ihn, ob er Petralka den Tag freigeben könne.
Gallius sagt ihm, dass dies nicht möglich sei, da sie viele Dinge zu erledigen habe. Während des Abendessens sah Miuzel, dass Shinichi sehr nachdenklich war und fragte ihn, ob es allen gut ginge. Er hat ihr gesagt, dass er darüber nachdachte, dass jeder seine eigenen Probleme hat, und sie sagt ihm, dass das Leben ebenso ist. Shinichi und Minori gingen am nächsten Tag zum Palast, weil Gallius und Sahal sie angerufen und ihnen gesagt hatten, dass Petralka sich in ihrem Zimmer eingeschlossen hatte. Sie habe eine magische Wand errichtet, die sie daran hindere, in ihr Zimmer zu gelangen. Nachdem Shinichi ihnen zugehört hatte, erzählt er ihnen, dass Petralka beschlossen hatte, für den Rest ihres Lebens in ihrem Zimmer zu bleiben und Anime zu schauen, Mangas zu lesen und Videospiele zu spielen. Gallius und Sahal waren erschrocken, weil sie von so etwas noch nie gehört hatten. Als sie in der Nähe von Shinichi waren, sagte Minori ihnen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchten. Matoba, der nur wie ein NPC mit niedriger Auflösung dastand, sagte Shinichi, dass er die beste Person sei, um Petralka zu helfen, aus ihrem neuen Leben auszubrechen, da er es als trauriger, verschlossener Nerd gelebt habe. Shinichi willigte ein, aber er sagte den anderen, sie sollten gehen, damit sie nicht ausflippte, als sie die kleine Gruppe sah. Gallius blieb zurück, während alle anderen gingen, und sagte Shinichi, dass er schuld daran sei, dass Petralka ihre Arbeit nicht gemacht habe. Er sagte, dass Petralka nach dem Tod des vorherigen obersten Meisters den Thron übernehmen würde, weil seine Eltern ihre Eltern getötet hätten. Gallius sagt ihr, dass sie die Aufgaben des Imperiums schon in jungen Jahren übernommen habe. Er wusste, dass sie dadurch müde wurde, aber er konnte nur an ihrer Seite bleiben. Shinichi sagte ihm, dass er alles tun würde, um Petralka wieder zu einem normalen Leben zu verhelfen. Während Gallius weg war, klopfte Shinichi an die Tür. Petralka sagte ihm, er solle weggehen, weil sie nicht mehr herauskommen wolle. Shinichi sagte ihr daraufhin, er wolle nicht, dass sie gehe, aber er wolle doch reinkommen. Sie war einverstanden, also durfte er. Als er hereinkam, sah er, dass Petralka das Leben einer Einsiedlerin angenommen hatte, denn ihr Zimmer sah aus, als könne man es als Lager für zusätzlichen Müll benutzen. Shinichi sagte ihr, dass sie nicht die volle Erfahrung machen würde, wenn sie so weitermache, also bot sie an, das Schiff für ihren Feind zu sein. Dann sorgte er dafür, dass ein kleines Bett, ein Fernseher, Essen, Mangas und Videospiele in ihr Zimmer gebracht wurden. Nachdem er alles vorbereitet hatte, brachte Shinichi Petralka bei, wie man für den Rest des Tages wirklich allein lebt. Als es dunkel wurde, sagte sie, sie wolle ein Bad nehmen, und so schlichen sie sich in die königlichen Bäder, während Mangas für Erwachsene die Wachen beschäftigten. Hör ich da etwa einen Plot? Hallo? Sie hörten, wie sich die Wachen über Petralka unterhielten, als sie nach dem Bad zurück in ihr Zimmer ging. Einer von ihnen sagte, er hoffe, dass sie bald wieder zur Arbeit käme. Als sie in Shinichis Zimmer zurückkamen, erzählte er ihnen, dass er nicht mehr ausging, weil sein Schwarm ihn abgewiesen hatte. Er sagte auch, es sei zu spät, umzukehren, als er merkte, dass er sich selbst mehr schadete als half. Petralka sagte daraufhin, dass sie den Thron nicht verdiene und es hasse, dass sie ihre Wut an anderen Menschen auslasse. Shinichi sagte ihr, sie solle einfach sie selbst sein. Am nächsten Morgen beschloss Petralka, sich wieder ihren königlichen Aufgaben zu widmen. Gallius und Sahal waren froh, sie wiederzusehen. Gallius war dankbar, dass Shinichi ihnen mit Petralka geholfen hatte, und wollte sich erkenntlich zeigen, indem er Shinichi alles gab, worum er ihn bat. Gallius war gerne bereit, Shinichi bei der Suche nach einem guten Urlaubsort zu helfen, und schlug vor, dass sie in einem der Ferienhäuser in der Nähe der Stadt wohnen sollten, das in der Nähe eines Sees lag. Als Shinichi von dem See hörte, war er begeistert, denn er dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, eine Episode am Strand zu erleben. Zur gleichen Zeit ging Petralka wieder ihren königlichen Aufgaben nach und plante, nach getaner Arbeit an den Strand zu gehen. Ihre Berater versuchten sogar, ihr einen Badeanzug zu schneidern, aber das fiel ihnen wegen ihrer halbflachen Brust etwas schwer. Es bedurfte vieler Gespräche, bis sie sich auf einen Schulbadeanzug einigen konnten. Alle am Strand dachten, sie seien allein und hätten Spaß, aber jemand beobachtete sie aus der Ferne. Freunde, wer von euch war das? Komm, schreibt es mal in die Kommentare. Wer war's? Während sie zu Mittag aßen, rannte einer der Schüler zu ihnen und bat um Hilfe. Er sagte, Romilda sei ohnmächtig geworden und würde von unbekannten Kreaturen im Busch getötet werden. Als sie auf dem Weg zum See waren, so sagte er, sahen sie jemanden im Gebüsch, und Romilda bestand darauf, ihn zu fangen, doch eine Art Blitzzauber tötete sie stattdessen. Minori dachte, dass die Angreifer vielleicht die letzten Mitglieder der Terrorgruppe waren, die die Schule angegriffen hatte. Sie sagte auch, dass sie vielleicht versucht haben, Shinichi zu töten, weil sie ihn für einen Eindringling hielten. Dann holte sie einen Koffer mit einer Pistole heraus und sagte Shinichi und den anderen, dass sie sich um ihre Sicherheit kümmern würde. Aufgrund dessen, was Leuk ihnen gesagt hatte, fanden sie die Kreaturen und versuchten sie zu fangen. Zu ihrer Überraschung entpuppten sich die Kreaturen als Sylt-Urlaubgänger. Sie entpuppten sich als Mitglieder der Sonderverteidigungskräfte.
Sie sagten, sie seien nur da, um ein Auge auf Shinichi und die anderen zu haben, falls sie in Schwierigkeiten geraten sollten. Als sie gefasst wurden, sagten sie, sie könnten nicht sagen, wer sie seien, weil sie schockiert und verwirrt seien. Als sie sagten, dass es ihnen leid täte, nahm Minori ihre Kamera und sah die Bilder durch, um welche von sich und den Mädchen zu finden. Sie wurde sofort sehr wütend und zerschlug die Kamera, während sie die beiden beschimpfte. Ein paar Tage später erfuhren Shinichi und Minori, dass die Soldaten das Video von ihrem Fußballspiel ins Internet gestellt hatten. Das bedeutete, dass ihr Projekt gefunden und allen anderen gezeigt werden konnte. Shinichi flippte jedoch nicht aus und fand schließlich einen Weg, das Problem zu lösen. Der Mann sagte ihnen, sie könnten so tun, als ob das Video aus einem vom Militär unterstützten Fantasy-Film stamme. Um es realer erscheinen zu lassen, brachte er seine Freunde aus dem Reich dazu, in einem Traumfilm mit Petralka in der Hauptrolle mitzuspielen. Sobald sie eine gute Aufnahme hatten, verwendeten sie echte Magie anstelle von Spezialeffekten. Während der Pause sprachen Minori und Matoba darüber, dass Shinichis großartige Idee, einen Fantasy-Film zu drehen, ihr Projekt retten würde, aber ein Mitglied der Spezialeinheit unterbrach sie, um Minori mitzuteilen, dass sie eine Drachenhöhle gefunden hatten, die sie für den Fantasy-Film verwenden wollten. Als sie in der Drachenhöhle ankamen, erzählte ihnen der Drachenmeister, dass Drachen sehr gut riechen können und dass sie niemals ein Deodorant benutzen sollten, weil es den Drachen wütend machen würde. Das nächste, was sie wussten, war, dass der Drache durch den Geruch des Deos, in dem Minori geschwommen war, aufwachte und sie angriff. Das veranlasste sie, ihren Plan, einen echten Drachen im Film zu verwenden, aufzugeben. Als Shinichi wieder am Set war, sah er, wie sich die Mädchen umzogen, ohne es zu merken. Die ziehen sich um, ohne es zu merken. Was? Regie! Die Mädchen schienen sich nicht daran zu stören, was ihn zu der Frage brachte, ob sie alle ein paar Schrauben locker haben. So wie wir wahrscheinlich, nicht wahr, Freunde? Bald darauf drehten sie den Rest des Films. Beim Schneiden stellten sie fest, dass es sich um eine Kopie einer Anime-Serie handelte, die in den Vereinigten Staaten gedreht worden war. Er sagte ihnen, dass sie das Richtige taten, denn genau das war Hacken und das war ihr Hauptziel für den Film. Am nächsten Tag mussten sie einen falschen Drachen für die Szene verwenden, weil sie den echten nicht trainieren konnten. Der Drachentrainer sagte ihnen dann, dass sie kein Parfüm tragen sollten, weil sie in der Nähe der Höhle eines echten Drachens drehten und der Duft den Drachen anlocken könnte. Aber Minori gefiel die Idee, mit dem Tod zu tanzen, denn sie benutzte das Parfüm, während die Warnung ausgesprochen wurde, was den Drachen aufweckte. Es dauerte länger als geplant, die Szene zu filmen, weil der echte Drache angriff und die Requisiten niederbrannte. Die dumme Petralka staunte über den Spezialeffekt, während alle anderen in Deckung gingen. Sie hatte keine Ahnung, dass es ein echter Drache war. Die Drachentrainerin versuchte ihn mit ihrer Magie aufzuhalten, aber es funktionierte nicht. Das Militär schoss auf den Drachen und ließ ihn davonfliegen, bevor Galios und seine Männer ihn angreifen konnten. Am Abend desselben Tages bedankte sich Petralka bei Shinichi, indem sie ihn auf die Wange küsste. Am Abend kamen alle zusammen, um den Film zu sehen. Shinichis Plan, einen falschen Film zu drehen, ging auf, denn er ließ alle glauben, dass das Fußballspiel Teil eines Traumfilms war. Matoba bedankte sich am nächsten Tag bei Shinichi dafür, dass er den Vorfall beim Fußballspiel gut vertuscht hatte. Dadurch fühlte sich Shinichi besser, denn Matoba hätte nie gedacht, dass ein Verlierer, der allein zu Hause blieb, etwas Gutes tun würde. Später an diesem Tag bemerkte Shinichi, dass die Menge an Manga und Anime, die aus Japan kam, jedes Mal abnahm, wenn eine neue Lieferung eintraf. Das brachte ihn dazu, sich zu fragen, wie er seinen Job machen sollte. Am nächsten Morgen sah Shinichi, dass Elbia die ganze Nacht gezeichnet hatte. Als er sich eines ihrer Werke ansah, stellte er fest, dass sie immer besser gezeichnet hatte. Shinichi sah, dass die Schüler darum wetteiferten, der Nächste zu sein, der in der Schule eine Manga-Serie liest. Er fragte Minori, ob sie die Regierung dazu bringen könnte, mehr Exemplare zu schicken. Aber sie sagte ihm, er sollte stattdessen mit Matoba darüber sprechen, da sie ihm nicht helfen könne. Als Shinichi Matoba von dem Problem erzählte, war er schockiert, als er erfuhr, dass die Regierung die Menschen in Eldant dazu bringen wollte, die Otaku-Kultur zu lieben, damit sie nicht in der Lage waren, ihre Arbeit zu machen, wenn es nicht genug Waren gab. Matoba erklärte Shinichi, dass die Regierung genau das vorhatte und bestätigte, dass sie in der Tat Eindringlinge waren und er das Sagen hatte. Matoba sagte weiter, dass es sich um eine streng geheime Operation handele und dass jeder, der versuche, sie zu stoppen, getötet würde. Und Shinichi würde nicht anders sein. Minori erzählte ihnen später, dass die japanische Regierung Eldant als unerforschtes Land mit vielen seltenen Materialien ansah, die die Einheimischen nicht brauchten. Es war ihre einzige Chance, das zu bekommen, was sie bekommen konnten. Sie sagten auch, dass eine vollständige Invasion von Eldant sehr viel kosten würde, weil es voller Magie war, die sie noch nicht ganz verstanden. Deshalb benutzten sie stattdessen die Otaku-Kultur, um einzudringen. Weil Shinichi nicht glauben konnte, dass er nur ein Armleuchter war, fragte er Minori, was passieren würde, wenn er seinen Job aufgäbe.
Daraufhin sagte sie ihm, er solle weiterarbeiten und erinnerte ihn daran, was mit Spielern der Regierung passieren würde, die keine Rolle spielten. Am nächsten Tag aßen Shinichi und Minori mit Petralka zu Mittag. Sie schien begeistert zu sein, wie gut die Otaku-Kultur den Menschen geholfen hatte und wollte sie im ganzen Land verbreiten, wenn sie könnte. Aber Shinichi war dagegen, denn er hatte gesehen, wie schwer es für die Menschen war, wenn sie keine Importe bekommen konnten. Später an diesem Tag schloss sich Shinichi in seinem Zimmer ein und weigerte sich, mit dem Angriff fortzufahren. Matoba sagte ihm, dass die Regierung ihn ersetzen würde, wenn er nicht bereit wäre, seine Arbeit zu tun. In dieser Nacht sah Shinichi, wie Musil ihm Essen machte und beschloss, dass er es nicht länger ertragen konnte, also sagte er Musil, dass er ein Eindringlinge sei. Dann sagte sie, dass die Otaku-Kultur viel Gutes für die Menschen getan habe und dass dies nur durch seinen Unterricht und seine Führung möglich gewesen sei. Sie begann zu weinen und flehte ihn an, sie nicht zu verlassen, woraufhin Shinichi eine Möglichkeit fand, ihr zu helfen. Er bat Petralka, sich am nächsten Tag mit ihm zu treffen und sagte ihr, dass fähige Künstler aus dem Eldenreich ihre eigenen Anime und Manga machen sollten, anstatt sich auf die japanische Regierung zu verlassen. Matoba gefiel diese Idee nicht, aber Petralka kümmerte sich nicht um seine Bedenken, da sie Shinichis Ansichten zustimmte. Später in der Nacht gingen einige Killer zu Shinichis Zimmer, um ihn zu töten, aber Petralkas spezielle Elfenwächter warteten auf sie und schlugen sie alle mit Leichtigkeit nieder. Am nächsten Tag teilte Matoba Petralka mit, dass ihm das Attentat auf Shinichi leid tue und dass der Anschlag von einigen Rebellen aus ihrer Gruppe verübt worden sei. Er sagte ihr, dass sie Shinichi wahrscheinlich angegriffen hätten, weil sie ihn für eine Bedrohung der Interessen ihres Landes hielten. Er versprach ihr auch, dass sie etwas unternehmen würden, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholen würde. Er sagte auch, dass die japanische Regierung wolle, dass die Freundschaft mit dem Elternreich noch stärker werde. Obwohl sie sagten, es täte ihnen leid, wussten Petralka und die anderen, dass Shinichi und die japanische Regierung unterschiedliche Ziele für Elden verfolgten. Sie beschlossen, dass sie alle Verbindungen zu Japan abbrechen würden, wenn sie erneut versuchten, Shinichi zu töten. Matoba sagte Minori, dass sie nicht noch einmal versuchen würde, Shinichi loszuwerden, während sie auf dem Weg waren. Im Laufe der Tage wurde Shinichi von Petralkas besten Elfenwächtern bewacht, um sicherzustellen, dass niemand sonst versuchte, ihn zu töten. Als Petralka sicher war, dass Shinichi nicht in Gefahr war, rief sie ihre Wächter nach ein paar weiteren Tagen des Friedens zurück. Eines Tages bemerkte Shinichi, dass die Regierung falsche Materialien verschickte und dass einige von ihnen sogar in Japan schwer zu bekommen waren. Zurück auf der Burg ging Petralka ihrer Arbeit nach, als plötzlich jemand gegen die Außenmauer der Burg schlug. Man sagte ihr, dass das Bahai-Ram-Siegel in der Nähe der Explosion gesehen wurde, als sie die Nachricht erhielt. Petralka vermutete, dass die japanische Regierung dahinter steckte und rief sofort in Shinichis Herrenhaus an, um zu erfahren, ob sie auch getroffen worden waren. Als Myuzelans Telefon ging, sah sie von weitem Rauch aufsteigen und wusste sofort, dass er von der Schule kam. Zur gleichen Zeit sah Shinichi die brennende Schule und rannte los, um einige Dinge zu retten. Als er in der Bibliothek ankam, wurde er getroffen. Als Musil, Brooke und Albia die Schule von außen erreichten, stellten sie fest, dass die Eingangstür verschlossen war. Brooke riss eine Wand ein, sodass Musil und Albia eintreten konnten. Drinnen fanden sie die Wachen, die Shinichi niedergeschlagen hatten. Albia wehrte sie ab, damit Musil in die Bibliothek gehen und nach Shinichi suchen konnte. Albia war schließlich geschockt und wollte gerade erschossen werden, aber Minori schritt ein und hielt die Waffe auf. Die drei gehen gemeinsam in die Bibliothek und sorgen dafür, dass Shinichi in Sicherheit ist. Matoba tauchte später auf, nachdem Shinichi aufgewacht war und gesehen hatte, dass die Schule niedergebrannt war. Er sagte ihnen, dass dies definitiv die Verbindung zum Eldenreich kappen würde. Daraufhin bat Shinichi ihn, mit ihrem Anführer zu sprechen, weil er einen Platz zur Lösung des Problems hatte. Shinichi sorgte dafür, dass die Beamten in einer Online-Sitzung die Wahrheit über ihre Pläne zum Schaden des Eldenreiches sagten. Dann holte er Petralkas magische Eule aus seiner Tasche, mit der sie alles hören konnte. Sie sagte ihnen, dass sie ihre offizielle Beziehung beenden würde, wenn sie noch einmal versuchten, Shinichi etwas anzutun. Nach einiger Zeit wurde die Schule endlich repariert und wieder eröffnet. Shinichi arbeitete wieder an der Schule als Otaku-Lehrer. Was ein krasser Plot. Wenn ihr mehr sehen wollt, checkt gerne die Videos hier aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!